Ich mag Sonnenblumenkerne total gerne. Magst du auch Sonnenblumenkerne oder magst du so Nüsse und so Kerne und so gar nicht? Großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du da bist bei Disney Infinity 3.0. Ich bin heute in der Toybox, nicht in der Toybox, sondern im Playset Toybox Takeover. Und ich bin als Violetta unterwegs. Haben sich viele von euch gewünscht, ne? Von den Incredibles. Übrigens auch ein ganz, ganz großartiger Film, wie ich finde. Wow. Cool. Okay, jetzt komme ich da auch ran. Und hol ich mir den Schlüssel. Auf geht's. Ich bin hier immer noch irgendwie im Todesstern oder so, glaube ich. Irgendwie sowas. Und jetzt sieht's hier nach... Oh, ein AT-AT. Nee, AT-ATs sind die großen, ne? Kann ich damit fahren? Ja. Wie cool. Ah, wie cool! Nee, 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 nee. Ah, das macht Spaß! Cool, cool! Nee, 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 nee. Oh, da noch. Schade, dass Prinzessin Jasmin hier nicht mit rein kann. Oh, kann ich damit auch fliegen vielleicht? Nee, aber ich bin hier am Hangar, gell? Schau mal. Oh, die kann ich kaputt machen? Nee, auch nicht. Oh, das ist ja cool hier. Das macht mir voll Laune. Ich habe Star Wars Battlefront, ne? Das ist ein Shooter. Habe ich gespielt. Da konnte man auch in die Dinger rein. Das ist total cool. Oh, guck mal, da unten sind orangene Funken. Da muss ich mal noch hin. Ne, 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 ne. Oh, ich sollte aussteigen. Wie steige ich aus? Hallo? Es geht nicht mit E. Mit R? Ja. Gott, ich vergesse doch die Tasten immer. So. Okay, die Funken nehme ich mit. Hier geht's nicht durch. Nee, schade. Na, aber die Kisten mache ich noch. Und natürlich... Ah, die macht coole Sachen auch. Guck mal, wie cool das aussieht. Wirbelt sie rum. Niau, niau. Das ist echt cool. Ich glaube aber, ich nehme den wieder mit, weil man kann nie wissen, oder? Wer weiß, was da noch kommen wird. Oh oh. Ich guck mal erstmal hier oben in Ruhe. Ach naja, die kommen schon automatisch hochgefahren hier, meine Freunde. Gib alles, Jasmin. Jasmin, warum stehst du nur rum? Jasmin, hast du Angst? Es wird nichts Schlimmes passieren, Jasmin. Oh. Ah, das ist so lustig. Nee, ich gucke mal, ob dahinter irgendwo... Da, siehst du, da ist nämlich eine Kiste. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe mir sowas schon gedacht, dass da Kisten hinter versteckt sein könnten. Und zwar ein Asgard-Hut. Was man hier alles in dieser, in diesem Playset bekommt, das ist echt viel. So. Ich glaube, die haben das Playset echt so ein bisschen dafür gemacht, damit man so die ganzen Sachen einsammeln soll. Da passe ich nicht durch. Okay, da muss ich dich eh hier lassen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das dafür eigentlich auch mal irgendwie gedacht gewesen ist. So, okay, viele. Mach alles, gib alles. Wow, die ist stark. Guck mal. Wie die rumspringen kann. Das ist ja mega cool. Oh, das macht Laune. Ah, die macht Spaß zu spielen. Cool. Weil die so rumspringt wie so ein Flummigopp-Ball. Nice. So, da kommt jetzt wahrscheinlich die nächste Brücke.
Jawohl. Na, mal gucken, was jetzt hier passiert. Hey, das war aber leicht. Oh oh, das könnte der Endboss schon sein, ne? Warte, ich mach mich mal einmal heilen. Alles so. Prinzessin Jasmin, ich zähl auf dich, Fei. Also, du musst mir helfen. Auf geht's. Nee, hier kommt noch nicht der Endboss. Ach doch, da unten bestimmt. Gell? Aber wie soll ich da hinkommen? Da kann ich doch nicht... Ach doch, ich kann da... Kann ich da runterspringen? Ich tu mir doch weh. Ha. Ich will nicht. Und nun? Jetzt sei nicht beunruhigt. Angst ist der Feind. Oh oh. Ein Schritt nach dem anderen. Du schaffst das. Ein Schritt nach dem anderen. Ich schaffe das. Oh oh, oh oh, oh oh. Der verdrischt mich aber ganz schön. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es. Oh nein. Geh da raus. Geh doch da raus. Violetta. Violetta. Los. Genau. Mach ihn. Du kriegst Darth Vader kaputt, Violetta. Oh oh, oh oh. Ich zähl drauf, dass Jasmin das macht. Aua, der hat sein Lichtschwert auf mich geworfen. Ich kann mich nicht heilen. Ah, er ist tot. Jasmin hat's gemacht. Ich weiß zwar nicht, was dieser kleine Ausflug bezwecken sollte, aber immerhin bist du in Sicherheit. Komm zurück, dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Aber guck, wie niedrig auch meine Gesundheit ist. Das ist voll nicht gut. Ja, ich drück gleich den Knopf. Lass mich hier erst noch holen, die Kiste. Warum macht... Ah, ich wollte gerade sagen, warum geht die Kiste nicht auf? So, da kann ich den Knopf drücken. Jetzt, ich einmal nochmal heilen. Jetzt fehlt mir aber eigentlich noch eine Münze, ne? Also, ich glaube, ich habe nur zwei gefunden. Schade, mir sind bestimmt auch Sidekicks abhanden gekommen. Ist nicht so schlimm. Komm her, ich drück mal den Knopf. Ah, nee, Truhen habe ich aber alle gefunden. Das ist schon mal gut. Alle Truhen, aber eine so eine Münze fehlt mir. Okay. Habe ich doch gut gesucht. Also 7 von 7 gefunden, das ist super. Normalerweise bin ich bei sowas ja immer nicht so dolle. Was immer du gemacht hast, die Wand ist weg. Beeil dich, bevor er sie wieder aufbaut. Geh da rein und finde diese Zauberstäbe. Oh, ist das schon der letzte Level dann? Ah, da bist du ja. Ganz nach Plan. Ist das schon der letzte Level dann? Ich gehe da natürlich mal reinstöbern. Aber ich glaube, ich verteile dann jetzt doch mal im Fähigkeitenbaum ein bisschen die Punkte. Mhm, ein bisschen mehr Leben schadet nicht. Was macht die besondere Fähigkeit? Ja, das werde ich einfach mal holen. Und ein bisschen mehr im Nahkampf. Okay. Auf geht's. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was da jetzt, welche Welt da jetzt wohl auf uns zukommt. Es sind nur noch wenige Orte übrig, an denen er die Zauberstäbe versteckt haben könnte. Wir sind ihm dicht auf den Fersen. Gib jetzt nicht auf! Sieht ja cool aus, oder? Was ist hier? Annehmen, einen Sidekick will ich nicht ändern. Ich könnte aber Jasmin mal stärken, oder? Warte... Jasmin, essen. Dass sie mehr Angriff bekommt vielleicht. Da kriegt sie mehr Energie, mehr Glück. Angriff. Iss mal eine Bohne. Ah, da kriegt sie beides. Guck mal, die Kürbisse. Gut. Und Lolli für mehr Herzen. Ein Tupato-Mädchen. Sehr gut. So. Oh, guck mal da. Ein Olaf-Bild habe ich freigeschaltet.
Mal gucken, was die anderen Hüte so machen. Sanitäter einfach, Sanitäter Lehrling. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Na, das sind die Tomatensachen. Der getragene Schalt. Ich vergesse das immer, die zu tragen. Fügt Gegnern Schaden zu, wenn man ihn wirft. Wird zum Harm. Ah, das ist ja auch cool. Okay, also es gibt schon ganz coole Sachen eigentlich. Nein, was ist das denn? Nett. Wenn er den Sidekick... Macht er deinen Charakter... Ach, unsichtbar war das, ne? Dieser Tarnhut. Was ist das hier? Ach so, das ist Anpassen. Okay, nee, ich bin, glaube ich, mit dem Heilerhut da ganz zufrieden. Komm, wir gehen weiter, Jasmin. Du bist jetzt ja noch stärker geworden. Oh, oh. Hallo? Aua! Das tat mir auch weh. Aua! Ach, da oben steht der. Guck mal. Wie unhöflich. Hörst du mal auf hier? Du spinnst wohl. Ja, kommt schön zu mir, ihr lieben Fünkchen. Oh, da brauche ich jetzt... erst mal die Viecher kaputt machen hier. Ich wollte gerade sagen, da brauche ich doch einen Schlüssel. Da muss ich gleich erst mal gucken. So, warte, hier ist noch ein Sonnenblumenkern. Ich mag Sonnenblumenkerne total gerne. Magst du auch Sonnenblumenkerne oder magst du so Nüsse und so Kerne und so gar nicht? Ich mag das gerne, ich mag es gern knabbern. Ich mag es aber auch gerne im Salat oder so. Also, schmeckt mir schon. Na, wo geht's denn hier lang? Ha. Ah, hier ist der Schlüssel. Na, clever. Okay. Noch ein Stück vor. Sehe ich das richtig? Ja. Oh no! Oh no! Ich dachte, da kann ich... Ach Gott. Oh Manu! Nein! Das ist echt mies jetzt. Genau, macht er... Genau. Vielen Dank, Jasmin. Danke, das hast du großartig gemacht. Jetzt kann ich da wieder hoch. Jetzt habe ich aber den Schlüssel, um die Kiste aufzumachen. Mal gucken, was drin ist. Und zack. Haha. Guck mal, da sind so Totenschädel in dem Flussbett oder was das ist. Das ist ja merkwürdig. Okay. Ich kann da noch nicht so ganz zuordnen, in was für einer Welt ich jetzt hier bin, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Ein Schiedsrichterhut. Oh, da ist ein Stern. Guck mal, da vorne. Ich sehe es wohl. Ist hier noch irgendwas zu entdecken? Nein. Dann geht's hier wohl weiter, oder? Wow, viele, viele. Jasmin? Ich denke, das reicht für heute. Wow. Gott, oh Gott, oh Gott. Das waren jetzt aber wirklich viele. Wie unhöflich. Ah, ich habe gedacht, ich könnte die hier vielleicht kaputt machen. So, ist hier hinten noch was? Weil, weißt du, man weiß nie, wo hier was versteckt ist. Guck mal, hier vielleicht. Oh, oh. Nee, oder? Ich guck mal. Nee, ich glaube, von da sind wir ja gekommen. Ah, da hätte man sich hier so vorbeischummeln können, gell? Schau, ohne dass man die Gegner machen muss. Das ist ein Schummelweg. Na gut, aber ich wollte ja auch die Kiste aufmachen und so. Von daher ist das schon vollkommen in Ordnung. Also, auf geht's, Violetta. Cool, das macht mir am meisten Spaß. Oh, ich wollte eigentlich, hätte da oben auch lang gemusst für den Stern, sehe ich gerade. Vielleicht kann ich nochmal zurückgehen. Aber erstmal beseitige ich hier mit Jasmin diese ollen, miesen Gegner. Die sind nämlich, aua, die sind echt nicht nett. Geht ihr alle weg, ihr seid doof. Aua, habe ich gesagt. Also die sind wirklich unhöflich, ich sag's dir. Die spinnen wohl. Pass mal auf, ich kann doch hier jetzt zurückfahren. Und...
No! Ah, ich wollte... Kann ich umdrehen währenddessen? Nee. Weißt du, ich wollte da auf die... weil ich muss... Ja, warte, ich fahre ganz zurück und dann drehe ich... Mache ich das von der anderen Seite. Bevor ich jetzt hier irgendwelche Kunststücke auf dem Ding versuche. Und vielleicht kriege ich den Stern. Das wäre halt cool. Nein, du solltest darüber... Ich sehe nichts. Ich sehe doch nichts. So, das ist doch... Eigentlich ist das doch einfach. Komm schon. Ich muss einfach nur D drücken. So. Und... Ja, ich hab ihn. Und weiter geht's aber an dieser Stelle. Dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist... Also, nicht in der nächsten Folge, aber in der nächsten... Playset-Folge. Ich hoffe, du bist dann auf alle Fälle wieder mit am Start. Ich würde mich sehr freuen und bedanke mich jetzt sehr fürs Zuschauen. Und ich habe noch einen Sidekick gefunden. Den hole ich jetzt noch in dieser Folge, oder? Ah, oder auch nicht. Komm her, doch, den schaffe ich noch zu holen. Komm her. Violetta, guck mal, da oben. Ah, das ist gar nicht so einfach, weil man es nicht so gut sieht, gell? Das sieht man schlecht. Jetzt. Gar nicht so leicht. Und welcher ist es? Oh, ich habe Violetta als Sidekick jetzt auch. Ah, wie cool. Ich freue mich sehr. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss für diese Folge. Und ich sage bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Deine Dabakash. We'll stick together.